Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, Ihnen heute über das Thema Hepatitis zu referieren. Und da es sich um ein sehr heterogenes Krankheitsbild handelt, möchte ich mich in dem Vortrag beschränken auf die Differentialdiagnose, die wichtigsten Aspekte und auch Aktuelles. Hepatitis bezeichnet eigentlich nichts als eine Entzündung der Leber und sie ist assoziiert mit erhöhten Transaminasen der AST und der ALT und sie kann sowohl asymptomatisch als auch symptomatisch verlaufen. Im symptomatischen Verlauf sehen wir häufig einen Ikterus, gelegentlich auch Fieber, Übelkeit, Bauchschmerzen und Appetitlosigkeit. Einsteigen möchte ich mit einem Fallbeispiel, und zwar einem 36-jährigen Vater, der sich kürzlich auf unserer Notfallstation vorstellte, mit seit einiger Zeit bestehender Übelkeit und Ikterus. Er hatte eine multiple Sklerose, war ansonsten bislang gesund, er ist normalgewichtig, trinkt keinen Alkohol, nimmt keine Drogen. Zur Behandlung der MS nahm er seit ein paar Jahren Fingolimod und lebte zu Hause mit seiner Frau und seinem gesunden 6 Monate alten Sohn. Seine Transaminasen waren tatsächlich sehr hoch, und zwar die AST über 1000, die ALT knapp 3500, sein Bilirubin passend zum Ikterus 56 und glücklicherweise war die Lebersynthese normal. Wir füllten dann unmittelbar einen Ultraschall durch, der eine unauffällige Leber zeigte mit normaler Perfusion und keinen Hinweis auf Cholelithiasis oder Cholezystolithiasis. Aufgrund der hohen Transaminasen führten wir dann auch ein differenziertes Hepatopathie-Screening durch, was keinen Hinweis auf eine Hepatitis A, B oder C zeigte, auch keinen Hinweis auf andere hepatotrophe Viren. Bei normalen IgG und Autoantikörpern sahen wir keinen Hinweis für eine Autoimmunhepatitis. Das Ferritin war jedoch sehr hoch mit 6200 und knapp normaler Transferinsättigung. Ich werde den Fall jetzt auflösen. Gleichzeitig sahen wir, dass der Patient positive Hepatitis E, IgG und IgM-Antikörper hatte und eine sehr hohe Viruslast von 736.000 und somit können wir hier die Diagnose einer akuten Hepatitis E stellen. Es stellte sich dann raus, dass der Patient gelegentlich beim Kochen rohes Hackfleisch konsumierte. Hiermit komme ich bereits zur Ätiologie und zur damit verbundenen Epidemiologie. Die Hepatitis E ist ähnlich wie die Hepatitis A eine seltene Virushepatitis, auftreten etwa 1 zu 100.000 in der Schweiz. Deutlich häufiger sind die Hepatitis B und C, die mit etwa 1% der Bevölkerung auftreten. Differentialdiagnostisch hätte man bei dem vorherigen Fall auch an eine medikamentös-toxische Hepatitis denken können, denn dieser Patient nahm ja seit ein paar Jahren Fingolimod. Die Prävalenz der medikamentös-toxischen Hepatitis ist nicht so genau umschrieben, denn sie hängt ab vom auslösenden Medikament und auch von der Ausprägung der Erkrankung. Dies kann von leicht erhöhten Transaminasen bis zum akuten Leberversagen reichen. Deutlich häufigere Hepatitiden sind die nicht-alkoholische und die alkoholische Steatohepatitis. Die nicht-alkoholische oder neu auch metabolische Hepatitis wird mit 10% der Bevölkerung angegeben. Die alkoholische Hepatitis wahrscheinlich unter 1%, wobei es hier eine gewisse Dunkelziffer gibt. Seltenere Hepatitiden sind die Autoimmunhepatitis, andere hepatotrophe Viren, die ischämische Hepatitis, zum Beispiel nach Operationen oder einem Schockzustand, der Morbus Wilson, granulomatöse Hepatitiden oder anderes. Eine weitere Differenzierung ist die akute versus chronische Hepatitis. Die meisten der genannten Hepatitiden können sowohl akut als auch chronisch auftreten, mit 2 Ausnahmen. Und zwar kann die nicht-alkoholische Steatohepatitis keinen akuten Verlauf nehmen und die Hepatitis A verläuft immer akut. Akut und chronische Hepatitiden können zum akuten oder können zum Leberversagen führen, was dann bis zur Transplantation führen kann und oder zum Tod. Die chronische Hepatitis kann aufgrund der zunehmenden Fibrosierung auch in eine Leberzirrhose übergehen mit dem Risiko dann der Entwicklung eines hepatozellulären Karzinoms. Nun gehen wir steckbriefartig die einzelnen Ätiologien durch. Zur alkoholischen oder metabolischen Steatohepatitis, diese können Sie diagnostizieren im Ultraschall mit einer hellen oder weißen Leber oder aber in der Biopsie, wo man viel Fetteinlagerungen in der Leber zuzüglich zur Entzündungsreaktion sieht. Diese sind wie gesagt häufig und in etwa einem Fünftel der Fälle können Sie eine Zirrhose nach sich ziehen.
Wichtig zu wissen ist, dass die metabolische Fettleberhepatitis auch zunehmende Bedeutung hat auf der Indikation zur Lebertransplantationsliste, und zwar ist zu erwarten, dass dies bald die höchste Position hier einnehmen wird. Für die alkoholische Hepatitis ist noch wichtig zu wissen, dass es auch eine akute Verlaufsform gibt, die mit 40% 28-Tages-Mortalität dramatisch verlaufen kann. Therapie ist klar, stoppt den Alkohol oder Gewichtsreduktion um 10% des Körpergewichtes können zur Heilung von der Erkrankung führen. Gegebenenfalls werden in Zukunft auch GLP-1-Analoga eine Rolle spielen, die aktuell in Phase-3-Studien geprüft werden. Kommen wir zurück zu den Virushepatitiden, zunächst zu der Hepatitis B und C. Und zwar sind dies parenteral oder auch sexuell übertragene Erkrankungen, die akute und auch chronische Hepatitiden hervorrufen können. Die Hepatitis B verläuft häufig selbstlimitierend, macht selten ein akutes Leberversagen, und in etwa 20% der Fälle ist mit dem Eintreten einer Chronizität zu rechnen. Bei der Hepatitis C ist es genau umgekehrt. Diese verheilt in 20 der Fälle spontan aus und in 80% tritt eine chronische Erkrankung ein. Für beide Erkrankungen haben wir zum Glück Virustatika zur Verfügung, die sehr suffizient sind. Für die Hepatitis B das Tenofovir und das Entecavir. Man muss allerdings beachten, dass diese zur Virussuppression führen, nicht aber zur Heilung von der Erkrankung. Für die Hepatitis C, und darauf möchte ich im nächsten Dia eingehen, gibt es inzwischen direkt antivirale Substanzen, die zur Heilung von über 90% der Patienten führen. Bei ganz unkomplizierten Verläufen kann man sogar 99% sagen. Für die Hepatitis B bitte ich Sie noch zu beachten, dass es auch eine Hepatitis D-Koinfektion geben kann, die dann mit schwereren Verläufen assoziiert ist, und dass es hier eine schützende Impfung gibt. Wie gesagt, kurz zur Hepatitis C-Therapie, die man vielleicht sogar als Revolution der letzten 5 bis 10 Jahre betrachten kann. Diese sogenannten direkt antiviralen Substanzen und die aktuell zur Verfügung stehenden Kombinationspräparate habe ich Ihnen hier aufgeführt, führen über eine Therapiedauer von 8 bis 12 Wochen zur Heilung von 90% der Patienten. Welches der Substanzen Sie genau bei welchem Patient anwenden können, kann man in dieser ganz neuen Guideline der SASL, der Schweizer Leberforschungsgesellschaft, nachweisen, lesen oder aber in dem von Ihnen programmierten App. Kommen wir zurück zur Hepatitis A und E, wie in unserem Fallbeispiel. Diese Erkrankungen sind akut verlaufende Hepatitiden. Diese können inapparent oder auch ikterisch verlaufen, wie in dem Fallbeispiel, und sie werden fäkal-oral übertragen. Die Hepatitis A-Outbreaks der letzten 10 Jahre waren meistens zurückzuführen auf kontaminierte Lebensmittel, zum Beispiel kontaminiertes Obst oder Gemüse, beispielsweise Tiefkühlbeeren haben einen Outbreak ausgelöst, oder Schalentiere. Die Hepatitis E wird in unseren Ländern hauptsächlich über kontaminiertes Schweine- oder Wildfleisch übertragen, was unzureichend gegart worden ist. In der dritten Welt ist diese Übertragung über kontaminiertes Trinkwasser. Wichtig zu beachten bei der Hepatitis B, das war in unserem Fallbeispiel nicht der Fall, ist, dass es auch ein neurotrophes Virus ist und auch Neuralgien verursachen kann, mit oder ohne Hepatitis. Für die Hepatitis A ist es auch wichtig zu wissen, dass früher eine sehr hohe Durchseuchung der Population vorgelegen hat und diese in den letzten 50 Jahren abgenommen hat, sodass es jetzt zunehmend häufiger zu Outbreaks kommen kann und man dies auch wissen sollte. Es gibt jedoch gegen die Hepatitis A eine Impfung, die suffizient ist. Kommen wir zur medikamentös-toxischen Hepatitis. Das ist auch etwas, was wir Sie in Ihrem Praxisalltag sehr häufig sehen werden. Und zwar gibt es zahlreiche Medikamente, die eine Hepatitis nach sich ziehen können. Hier ist nur eine kleine Auswahl auf dem Dia dargestellt. Ich möchte Ihnen kurz zeigen, dass es 3 verschiedene Verlaufsformen oder Pathomechanismen gibt bei der medikamentös-toxischen Hepatitis. Das eine ist die direkte Hepatotoxizität. Dies ist für einige Medikamente bekannt. Klassisches Beispiel ist das Paracetamol. Wenn man mehr als 4 Gramm gibt, dann tritt innerhalb von Stunden bis Tagen ein Leberschaden auf. Es gibt aber auch Medikamente, und dies sehen wir häufig bei Aminopenicillin, bei anderen Antibiotika, bei NSAR
und in den letzten Jahren zunehmend auch bei sogenannten diätischen oder pflanzlichen Ergänzungsmedikamenten wie der traditionellen chinesischen Medizin oder Ayurveda-Präparaten, dass sie eine idiosynkratische Toxizität machen. Diese ist im Einzelfall nicht vorhersehbar, es tritt selten auf und kann nach Tagen, aber auch erst nach Jahren auftreten. Ganz neu haben wir es auch seit etwa 5 bis 10 Jahren mit den immunvermittelten Hepatitiden zu tun, die auftreten nach Therapie mit Checkpoint-Inhibitoren, wie sie jetzt in der Onkologie zunehmend eingesetzt werden. Diese Hepatitis ist nicht dosisabhängig und nur bedingt vorhersehbar und sie kann nach Wochen bis Monaten nach Start der Therapie eintreten. Wichtig ist, die Medikamente jeweils zu stoppen. Für einzelne gibt es Antidots und für die immunvermittelte Hepatitis und in Einzelfällen auch andere Medikamente können Steroide verabreicht werden. Damit komme ich zur Diagnostik. Wie geht man nun vor, wenn man eine Hepatitis vor sich hat? Und wie ich Ihnen gezeigt habe, ist also die Anamnese hier sehr wichtig, damit wir wissen, in welche Richtung wir denken müssen beim vorliegenden Fall. Eine andere Orientierungshilfe ist auch die Höhe der Transaminasen. Und wie Sie dem hier oben stehenden Schema entnehmen können, ist es so, dass bei Transaminasen, die über 1000 bis zu 10.000 U pro Liter betragen, häufig eine akute Virushepatitis dahinter steht oder aber eine chemische Hepatitis oder eine medikamentös toxische Ursache. Autoimmunhepatitiden machen auch sehr hohe Transaminasen, selten jedoch über 1000 und Steatohepatitiden durch Alkohol oder metabolisches Syndrom sowie auch chronische Virushepatitiden machen moderat erhöhte Transaminasen. Dies ist nur so eine Faustregel, die man im Hinterkopf haben kann. Bei sehr hohen Transaminasen sollte man potenzielle Medikamente und Noxen sofort stoppen und sich überlegen, ob es eine Hepatitis ist oder gar schon ein akutes Leberversagen. In allen anderen Fällen kann man zunächst eine sehr differenzierte Anamnese erheben, die sich fokussiert auf mögliche Medikamente, auch diätetische oder pflanzliche Substanzen, Alkohol und andere Noxen, sowie auf mögliche Risiken für das Vorliegen einer Virushepatitis. Bei der Labordiagnostik empfehle ich, bei moderat erhöhten Transaminasen schrittweise vorzugehen, anhand eines Stufenschemas und das Wahrscheinlichste oder Häufigste zuerst zu suchen und sich so an die Diagnose heranzutasten. Bei sehr hohen Transaminasen, über 1000 wie in diesem Fall, ist es häufig sinnvoll, ein differenziertes, komplettes Hepatopathie-Screening gleich zu Anfang abzunehmen, weil man die Dynamik der Erkrankung noch nicht kennt. Bildgebend hilft einem fast in allen Fällen eine Sonographie mit Duplex-Sonographie weiter. Gegebenenfalls braucht es weitere bildgebende Methoden. Bei Hinweis auf akutes Leberversagen sicherlich immer ein CT mit Angiografie. Und je nachdem, ob man die Diagnose stellen hat können oder nicht oder sich fragt, ob es vielleicht mehrere auslösende Ursachen gibt, ist es sehr häufig auch wichtig, eine histologische Diagnose zu haben mittels Leberbiopsie. Zu guter Letzt möchte ich mit Ihnen noch über die Prävention sprechen, denn viele dieser Hepatitiden sind verhinderbar. Zum Beispiel, wie wir schon genannt haben, kann man sich gegen Hepatitis A und B impfen. Es gibt verschiedene Hygienemaßnahmen, die die Übertragung der fäkal-oralen Hepatitis A und E Viren hemmen kann oder aber der hauptsächlich parenteral übertragenen Hepatitis B und C. Weiterhin ist es wichtig, die Steatohepatitis möglichst zu verhindern durch den moderaten Alkoholkonsum und oder die Gewichtsregulation. Und selbstverständlich sollte man die Indikation zur medikamentösen Therapie, insbesondere auch mit Phytotherapeutika oder Ergänzungsmedikamenten, ganz genau prüfen. Und für gewisse Risikogruppen, hier ist nur ein Beispiel genannt, zum Beispiel in der Schwangerschaft ist es wichtig, ein Hepatitis C, B und C Screening durchzuführen, um allenfalls peripatale Maßnahmen zu ergreifen. Hiermit möchte ich schließen und ich freue mich auf eine interessante interaktive Diskussion über das Thema mit Ihnen. Christine, vielen Dank. Hammer guter Vortrag. Ich möchte Sie daran erinnern, bitte bewerten Sie die Vorträge, inwieweit Sie die Lernziele dadurch erreicht haben. Und bitte schicken Sie uns Ihre Fragen durch den Chat. Ich freue mich jetzt auf die Diskussion und darf vielleicht mit der ersten Frage beginnen. Du hast die
Hepatitis C und die Behandlung der Hepatitis C oder als enormen medizinischen Fortschritt der letzten 20 Jahre aufgezeigt und ein Forschungsgebiet oder wo auch hier in Basel sehr viel dazu beigetragen wurde. Jetzt ein Sorgenpunkt in diesem Themenbereich ist immer die sehr hohe Kosten der Therapie. Hat das eine Relevanz? Bist du dadurch eingeschränkt, die entsprechenden virostatischen Medikamente zu verordnen? Oder ist der Nutzen so klar und so gut dokumentiert, dass das kein Problem für den Alltag ist? Vielen Dank, Christian, für die Frage. Ja, das ist natürlich ein wichtiger Punkt, den man bedenken muss. Anfangs, als wir diese direkt antiviralen Substanzen begannen zu nutzen, das war so vor 5 bis 10 Jahren, war das ein wirkliches Problem, weil man eben die Kostengutsprachen immer einfordern musste und sie auch nicht immer dann gleich gegeben wurden. Jetzt heutzutage ist es eigentlich kein Problem mehr, weil es ganz klar indiziert ist, wenn jemand eine Hepatitis C hat, unabhängig davon, wie lange diese schon besteht und wie schwer sie ausgeprägt ist, ist eine Therapie indiziert, weil sie eben so gut wirkt und die Kosten sollten auch übernommen werden. Dennoch schreiben wir diese Briefe immer noch an die Krankenkasse, einfach zum Schutz der Patienten, dass sie nicht plötzlich vor einer großen Rechnung stehen. Ich mache vielleicht gleich weiter mit einer Frage aus dem Publikum, jetzt mehr zur Diagnosestellung einer Hepatitis. Und hier ist die Frage, inwiefern die Höhe der Transaminasen mit dem Vorliegen einer Hepatitis respektive einer schweren Hepatitis korreliert. Ja, das ist auch wiederum eine sehr gute Frage. Ich habe ja Ihnen in dem vorletzten Dia gezeigt, dass eben die Höhe der Transaminasen in gewisser Weise uns differenzialdiagnostisch weiterhilft, zu entscheiden, in welche Richtung wir zuerst denken sollten. Unabhängig davon, denke ich, ist aber die Höhe der Transaminasen nicht ganz so hilfreich im klinischen Alltag, denn wir sehen häufig auch Patienten mit Virushepatitiden, die zum Beispiel annähernd normale Leberwerte haben, aber trotzdem schon eine Leberzirrhose, und da können die Transaminasen uns nicht immer weiterhelfen. Ein weiteres Beispiel zum Beispiel ist auch bei den ganz akuten Hepatitiden, die bis zum Leberversagen führen. Da hat man bei der ersten Blutentnahme häufig sehr hohe Werte, und wenn die bei der zweiten Blutentnahme tiefer sind, kann das sein, dass es einfach so ist, dass so viel Lebergewebe abgestorben ist, dass einfach die Transaminasen nicht mehr hoch sein können, obwohl der Schaden erheblich ist. Vielleicht fahren wir gleich fort mit einer Frage aus dem Publikum, und ein Thema, das immer wieder für viele Fragen sorgt, ist der Verlauf der Antikörper bei den akuten und bei den chronischen viralen Hepatitiden. Kannst du das vielleicht nochmals versuchen, kurz zu kommentieren? Es bleibt anspruchsvoll und kompliziert. Ja, das ist jetzt tatsächlich eine sehr detaillierte Frage, weil es ja eben auch verschiedene Virushepatitiden gibt. Ich glaube, das Problem besteht hauptsächlich für die Hepatitis B, wenn das auf die Frage abzielt, denn bei der Hepatitis C ist es einfach so, entweder man hat die Antikörper oder man hat sie nicht, und selbst wenn man geheilt ist, wird man sie lebenslang behalten. Das heißt, beim Patienten, bei dem man weiß, er wurde geheilt, muss man diese Antikörper auch nicht mehr messen, die sind dann positiv. Bei der Hepatitis B geben uns die Antikörper einen Hinweis darauf, wie lange sie schon besteht. Also man kann dann zum Beispiel akute von chronischen Formen unterscheiden, wenn man die Anti-HBC-IgM bestimmt. Das sind Antikörper, die sehr früh kommen, und wenn die noch positiv sind, dann handelt es sich um eine akute Hepatitis. Wenn die negativ sind, bedeutet das, dass die Erkrankung schon einige Wochen bis Monate bestehen muss. Und dann gibt es bei der Hepatitis B noch die Unterscheidung zwischen den Anti-HBE-Antikörpern und HBE-Antigen-positiven Patienten. Das, denke ich, ist aber jetzt wirklich eine eher fortgeschrittene Frage, denn beide Formen oder beide Verlaufsformen müssen behandelt werden im Einzelfall, und man unterscheidet hier quasi zwei Krankheitsentitäten, wo man verschiedenartig an die Therapie rangeht. Ja, vielen Dank. Ich bleibe ganz kurz beim Thema der viralen Hepatitiden. Du hast es beim Fallbeispiel schön aufgezeigt. Die Hepatitis E ist ja am Zunehmen in der Schweiz. Und was gibt es für Ursachen für diese Entwicklung? Ja, also
Ich denke, eine wichtige Ursache oder ein kausaler Zusammenhang ist sicher, dass wir auch zunehmend mehr daran denken. Es ist uns mehr bewusst, dass die Hepatitis E eben auch eine der Hepatitiden ist, die wir suchen sollen. Und so, denke ich, hat man in den letzten 5 Jahren das gezeigt, dass eben auch in der Schweiz sicher 20-25% der Bevölkerung positive Antikörper hat, je nach Region. Und das andere ist eben der Konsum, es ist ja eine Zoonose in westlichen Ländern, ist eben der Konsum von Fleisch, was nicht unzureichend gegart wurde, hauptsächlich Schweine- oder Wildfleisch. Das ist sicher ein Faktor und ganz aktuell sehen wir ziemlich viele Hepatitis E-Fälle, deutlich mehr als zum Beispiel im Vorjahr oder im Jahr zuvor. Jetzt bis Juni haben wir in der Schweiz, glaube ich, schon mehr als doppelt so viele Fälle wie im ganzen Jahr 2020 gesehen. Dafür kann ich Ihnen bis jetzt noch keine gute Erklärung geben, aber das ist sehr spannend. Vielen Dank. Könnt ihr vielleicht dran liegen, dass jetzt mit Corona mal mehr zu Hause experimentiert und kochfreudig ist und da vielleicht dann irgendwo solche kleine Nebenwirkungen dann darauf entstehen? Ich weiß. Oder eben weniger kochfreudig. Oder weniger kochfreudig, genau. Ja, absolut. Vielleicht fahren wir fort mit einer Frage aus dem Publikum hinsichtlich der Diagnostik. Wie spezifisch ist das Vorliegen eines Ikterus für eine Hepatitis? Ja, der Ikterus kann verschiedene Gründe haben. Das wäre jetzt ein Thema nochmals für einen ganzen Vortrag, denke ich. Beim Ikterus muss man ein bisschen eben unterscheiden, ob eine indirekte oder eine direkte Hyperbilirubinämie vorliegt. Und bei der indirekten ist zum Beispiel auch die Hämolyse ein Grund, warum jemand ikterisch sein kann. Und bei der direkten gibt es dann eben die Hepatitiden oder andere Hepatopathien und Erkrankungen der Gallenwege oder des Galleabflusses, was zum Ikterus führen kann, sodass ich denke, dass hier dann immer eine differenzialdiagnostische Abklärung auch mit Bildgebung erforderlich ist. Und es folgt eine Frage aus dem Publikum hinsichtlich dem Management von Patienten mit einer chronischen Hepatitis. Sollen diese in eine Spezialsprechstunde zugewiesen werden? Sollte das grundsätzlich der Standard sein? Ja, ich denke, diese Frage ist mit Ja zu beantworten. Zumindest sagen es so die europäischen Guidelines von der ESL, der Europäischen Leberforschungsgesellschaft, dass zumindest zu einem Zeitpunkt, wenn eine chronische Hepatopathie aufgetreten ist, man die Patienten spezialärztlich sehen sollte. Was ist der Beitrag, den die Praxisärzte hier bei der Betreuung der Patienten mit einer chronischen Hepatitis leisten können? Ja, das ist auch eine sehr gute und wichtige Frage. Ich glaube, der Beitrag ist sehr hoch, denn zum einen mal sind das ja die Personen, die eben diese Erkrankungen finden, also ein Screening machen sollten bei Auftreten von Risikofaktoren oder einer entsprechenden Anamnese. Und zum anderen denke ich, wenn einmal diese Diagnose gestellt wurde und auch der Schweregrad der Erkrankung klar ist, dann kann sehr häufig die Therapie hausärztlich fortgesetzt werden. Vielleicht bleiben wir gleich beim Beitrag der Kollegen aus der Praxis jetzt bei Patienten mit einer akuten Hepatitis. Wie engmaschig, wenn man die Diagnose gestellt hat, soll ein solcher Patient überwacht werden, kontrolliert werden? Wie häufig sollte man auch Laborkontrollen durchführen? Also das ist eine Frage, die natürlich wichtig ist, aber auch sehr schwierig zu beantworten, denn es hängt davon ab, erstens, welche Erkrankung diagnostiziert wurde, welche Form der Hepatitis, dann wie schwer die Erkrankung ist und wie lange die Therapie, wenn denn eine besteht, schon besteht. Und deswegen kann ich das pauschal so nicht beantworten. Ich glaube, eine Grundregel ist, dass wenn die Erkrankung neu diagnostiziert ist, eine neue Therapie eingeleitet wird, man es häufiger machen muss, vielleicht in 2 bis 4 wöchentlichen Abständen. Und bei Patienten, die seit langer Zeit therapiert wurden, kann man es dann häufig irgendwie 3 bis 6 monatlich machen. Sagen wir bei Patienten auch mit einer akuten Hepatitis A oder eben E, wie würdest du dort die
Beurteilung empfehlen, durchzuführen. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Wir können zum Beispiel auch auf das Fallbeispiel zurückkommen, was ich Ihnen eingangs gezeigt hatte. Das war ja ein junger Patient, der eben akut sehr krank war und initial war er, glaube ich, 3 Tage hospitalisiert und dann haben wir ihn 2-wöchentlich gesehen, bis die Transaminasen und Lebersyntheseparameter in einem Bereich waren, wo es nicht mehr gefährlich erschien, wo er sich auch gut fühlte und nachher dann nur noch 2-wöchentlich und ich glaube nach 6 bis 8 Wochen waren die Transaminasen normal und der Patient war wieder geheilt. Vielen Dank. Vielleicht fahren wir fort mit einer Frage aus dem Publikum nun zur Behandlung einer nicht alkoholinduzierten Steatohepatitis. Lohnt es sich auch diesen Patienten zu empfehlen, den Alkoholkonsum zu reduzieren? Das ist eine sehr gute Frage, auch eine Frage, die sehr viel diskutiert wird, selbstverständlich. Ich will da vielleicht noch auf diese neue Definition eingehen, die ich eingangs auch erwähnt habe. Man sagt jetzt nicht mehr nicht oder man sagt nicht nur nicht alkoholische Fettleberhepatitis, sondern man kann auch metabolische Fettleberhepatitis sagen. Und das hat den Vorteil eigentlich, dass man sagen kann, ein Patient hat beide Erkrankungen. Er hat sowohl eine metabolische Hepatitis, weil er vielleicht übergewichtig ist, andere Faktoren des metabolischen Syndroms hat. Und er hat zusätzlich eine gewisse alkoholische Hepatitis, weil er eben auch regelmäßig Alkohol konsumiert. Und so muss man diese Krankheitsbilder nicht mehr trennen, sondern sie können auch gleichzeitig bestehen. Und in diesem Sinne denke ich, man sollte den Patienten immer empfehlen, wenig oder keinen Alkohol zu trinken. Denn wenn eine Hepatitis besteht, dann wissen wir, dass immer, wenn eine zweite Erkrankung hinzutritt, sich diese Effekte verstärken und die Erkrankung schneller fortschreitet. Vielen Dank. Vielleicht noch eine Frage. Du hast sehr auf die Entwicklung im Bereich der Therapien, jetzt speziell im Bereich der Hepatitis C, hingewiesen. Jetzt eine sehr wichtige Frage, zeigt jetzt nochmal, im Rahmen der heutigen Therapien, möchtest du noch mal sagen, was sind jetzt heute noch die führenden Indikationen oder zu einer terminalen Leberinsuffizienz und damit eben, wenn die Rahmenbedingungen es erlauben, sogar einer Transplantation? Also für eine Lebertransplantation, sei es aufgrund eines akuten oder chronischen Leberversagens, spielen die Hepatitiden natürlich trotzdem immer noch eine Rolle. Die Hepatitis C hofft man, dass man in den nächsten 20 Jahren vielleicht alle Patienten finden und behandeln kann, dass dies zunehmend abnimmt, aber das ist noch nicht der Fall. Also es hat immer noch einen hohen Stellenwert auf der Lebertransplantationsliste, eben für die Patienten, wo bereits ein fortgeschrittener Leberschaden vorher eingetreten war. Aber zunehmend werden jetzt metabolische Fettleberhepatitis dort die führende Indikationsstellung darstellen. Ja. Beim akuten Leberversagen zum Beispiel spielt auch sicherlich vor allem in asiatischen Regionen die Hepatitis B eine sehr hohe Rolle. Vielen Dank. Eine Anschlussfrage hinsichtlich der Therapie der Hepatitis, jetzt ganz allgemein formuliert. Wo siehst du den Stellenwert der Steroide bei der Behandlung einer akuten Hepatitis? Das ist eine gute, aber auch sehr komplexe Frage. Pauschal kann man nicht sagen, dass Steroide einen Stellenwert in der Therapie der akuten Hepatopathie haben. Wie ich Ihnen gezeigt habe, gibt es einzelne Krankheitsbilder, bei denen dies indiziert ist. Das sind vor allem die Drug-Induced Liver Injuries oder eben medikamentös-toxischen Hepatopathien. Und da ist jetzt eben ein häufiges Beispiel diese Checkpoint-Inhibitor-assoziierte Hepatitis, wo das empfohlen wird einzusetzen. Und wir setzen es eben auch bei anderen akuten Hepatitiden ein, die durch Medikamente hervorgerufen werden, die zu einer sehr ausgeprägten Entzündungsreaktion führen. Das sieht man an hohen Transaminasen oder wenn man eine Leberbiopsie hat, eben auch an deutlicher Infiltration mit diesen Entzündungszellen. Da setzen wir häufig Steroide ein. Dann bei der Autoimmunhepatitis spielen sicherlich Steroide eine Rolle, wobei in Abhängigkeit vom Schweregrad des akuten Zustandsbildes man hier auch abwägen kann, ob es günstig oder sogar ungünstig sein kann, Steroide einzusetzen. Also immer ein gezielter Einsatz. Und nicht genau, ja. Genau. Wir haben vielleicht noch Zeit für eine Frage. Eben
Die haben die terminale Leberinsuffizienz und Transplantation, oder? Als eine Katastrophe, hast du schön uns erklärt. Jetzt die zweite Katastrophe ist die Entwicklung eines hepatozellulären Karzinoms. Kannst du noch mal auf den aktuellen Stellenwert und den genauen Ablauf des Screenings für ein hepatozelluläres Karzinom eingehen, bitte? Ja, das denke ich, ist auch sehr wichtig, ein Screening für das hepatozelluläre Karzinom durchzuführen bei allen Patienten, die eine Leberzirrhose haben, unabhängig von der Ätiologie, sei es eine Virushepatitis oder eine andere Genese. Hierzu sollte man 6-monatlich Ultraschalluntersuchungen durchführen, Plus-Minus-Bestimmungen vom Alpha-Fetoprotein. Dies ist ein bisschen umstritten. Wir führen diese Untersuchung durch, weil wir denken, dass es in manchen Fällen nützlich sein kann. Generell bei Virushepatitiden muss man es nicht machen. Also bei einem Patienten mit einer moderat verlaufenden Hepatitis B oder C muss man nicht unbedingt ein Malignom-Screening durchführen, wenn eben keine Zirrhose besteht. Ausnahme sind hier Patienten, die aus asiatischen oder afrikanischen Ländern kommen. Bei diesen sollte man es tun, denn sie haben ein höheres Risiko, ein hepatozelluläres Karzinom zu entwickeln. Okay. Und aber die Sonographie ist nach wie vor die führende bildgebende Untersuchung und nur wenn da Unklarheiten sind, dass dann ein anderes bildgebendes Verfahren kommt. Ja. Das MR hat noch keine irgendwo größere Bedeutung, möglicherweise mit Möglichkeiten, Gewebecharakterisierung und Artificial Intelligence und was es alles an neuen Entwicklungen der Bildgebung gibt. Also ich denke, das MRI hat sich sehr entwickelt in den letzten Jahren, auch im Bereich der Hepatologie. Für das HCC-Screening, denke ich, sollte man es aber nicht in erster Linie anwenden, denn das würde ja bedeuten, dass man bei einem Patienten alle 6 Monate ein MRI durchführt und das ist, denke ich, nicht sinnvoll. Die Sonographie hat eine sehr hohe Sensitivität, Knoten in einem frühen Stadium zu erkennen. Genau. Gut. Mach du. Ich war mir nicht sicher, ob wir noch Zeit haben für weitere Fragen oder ob die Zeit bereits abgelaufen ist. Also genau, vielen, vielen Dank, Christine. Das war super und vielen Dank für die Diskussion.